Dokumentation. Grüß Gott, meine Damen und Herren, das dient zur Dokumentation. Heute haben wir den 9.12.2015, Mittwoch nach dem gestrigen Feiertag. Ich rufe jetzt den Dr. Süland an, weil ich eigentlich nur noch fragen will, wie lange er jetzt wartet und das auch noch mit vertuschen möchte. Ja, grüß Gott. Guten Tag, Herr Solang. Ja, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe nicht, dass Sie auch vor Gericht stehen wollen wegen Mithilfe zur Vertuschung. Gell? Also ich habe jetzt keine Lust mehr. Ihre Ausreden, Ihre Ablenkungsmanöver, ich muss und ich Ding, ich habe alles schon lang gemacht. Hier muss die Behörde und nicht der Herr Lanecker. Sie sind hier jetzt echt seit Jahren involviert. Ich schaue jetzt nicht mehr zu, wenn Sie heute nicht mir konkret mit einer E-Mail einen Termin geben, wo wir uns 5 Stunden zusammenhocken. Und eigentlich bin ich auch nicht gewillt, diese 5 Stunden mich irgendwo hinzusetzen. Herr Lanecker, Sie können jederzeit mit meiner Kanzlei einen Termin ausmachen. Ich weiß nicht, wo das Problem ist. Nochmal, das Problem liegt darin, dass Sie seit 2009 Verbrechen mithelfen zu vertuschen und hier auf Verharmlosung drucken. Und jetzt rede ich Chinesisch oder was? Auch was Sie mit der Arbeiterkammer machen, anstatt dass Sie die Arbeiterkammer klipp und klar anschreiben, dass Sie das Geld zu überweisen haben bei sonstiger Klage. Drohen Sie mir, weil ich die Arbeiterkammer anzeige wegen Falschaussagen. Ich habe das alles auf Video. Ja, Herr Sulan, anscheinend wissen Sie wirklich nicht, was Sie tun. Und wenn Sie jetzt noch einen Tag länger für diese korrupte österreichische Scheißjustiz arbeiten, zeige ich Sie jetzt an. Ist das klar? Ich mache keinen Termin, ich zeige Sie an, wegen Mithilfe zur Vertuschung von schwersten Verbrechen. Und damit meine ich auch das, was meine Frau betrifft, geht sie sehr wohl was an. Und zwar, sobald mich hier ein Schaden trifft, indem Verbrecherpolizisten meine Frau nötigen. Gell? Und da tun sie nicht mehr jetzt verharmlosen, ich tue sie heute ins Internet einmal veröffentlichen, sie werden heute sicher bombardiert mit Anrufen, das garantiere ich Ihnen. Und jetzt können Sie mir einen Termin schreiben per E-Mail, ich schaue nicht mehr zu, kümmern Sie sich um mein Erbe, ich will jetzt einmal ein Geldsegen von diesem Dreckstaat Österreich und nicht auch auf dem Lanecker abscheißen. Sie werden auch die Klage einbringen und zwar ganz konkret wegen dieser willkürlichen Besachwaltung. Und das wissen Sie ganz genau. Und wenn Sie jetzt einen abgelassen auf deppert und auf, ja, das ist ja nicht so tragisch, gell? Lieber Mann, ich informiere Sie jetzt vor laufender Kamera und bei 2 Zeugen hier. Herr Dr. Sulan in Wien, ich fordere Sie letztmalig auf, konkret jetzt, aber ganz konkret, das Justizministerium anzuklagen wegen jahrelanger Vertuschung und dazu beigetragen hat die Staatsanwaltschaft und alle involvierten Drecksbehörden. Und wenn das jetzt nicht diese Woche am Tisch liegt, mache ich deine Kanzlei zu. Ende. Und jetzt schickst du mir eine E-Mail. Danke. So, wir haben jetzt das Faktum, dass ich mit diesem Anwaltsschwein, der seit 2009 ganz konkret zuschaut, ja, wie diese Dreckstadt Wien mich bombardiert hat. Dieses Hurenkind von Anwalt ist für Arbeitsrecht zuständig. Ich brauche einen Spezialisten, der sich um Terror kümmert, der von Polizisten und Behörden ausgeht. Mir schickt es obergescheide Justiz, Scheißhaus Österreich, also einen dreckigen Advokaten, der sich von null und nichts auskennt, der sich am Gericht anputzt, wann es ihm geht. Ich erledige hier die Tatsachen vor Gericht. Ich habe Vergleiche erwirkt, ja, nachdem man mir gedroht hat mit irgendwelchen sofortigen Räumungen und Kündigen. Dann habe ich einmal am Gericht gesagt, ihr kleinen Wahnsinnigen, ihr werdet jetzt aufhören mit eurem Scheißterror hier in Österreich. Und das meine ich ernst, ich veröffentliche das. Schicken Sie an diesen wahnsinnigen Rechtsanwalt Dr. Günther Sulan, Wien, Bieberstraße 10. Schicken Sie, bombardieren Sie, spammen Sie dieses dreckige Juristenschwein jetzt ein. Der Mann schaut tatsächlich zu, wie jahrelang meine Frau so lange terrorisiert wurde, bis sie echt fast den Verstand verloren hat. Wahrscheinlich hat sie ihn verloren. Ich kann wahrscheinlich nichts mehr helfen. Es ist unglaublich, diese Dreckspolizisten. Und der sagt, na, ich kann da, was geht mich das mit Ihrer Frau an? Die Polizei erpresst und nötigt meine hilflose Frau zu kriminellen Aussagen gegen mich. Und der Mann sagt, es geht ihm nichts an. Also meine lieben Österreicher, ich sage nur eines. Wenn Sie jetzt nicht mithelfen, diese Verbrecherregierung zu stürzen, ich rede vom Sturz, nicht vom Rücktritt. Ihr seid Verbrecher, Herr Minister Brandstätter. Was tun Sie hier so fettbäuchig herumscheißen im Fernsehen? Warum fragt man und ruft man nicht an beim ORF?
Wo ist der Fall Lannecker? Wieso wird das von der Justiz vertuscht? Wieso wird es nicht aufgerollt, so wie sich das gehört? Und nicht immer auf die Opfer abgetreten, weil sie hier Minister einsperren müssen. Und das ist ein Faktum. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir haben heute den 9.12.2015. Es ist Mittwoch. Und ich werde noch vor Weihnachten diese dreckige Verbrecher- und SS-Nazi-Justiz Österreich vor den Europäischen Gerichtshof zitieren lassen. Dieses Schmafu-Geschisse. Terroristen seid ihr da in der Scheißregierung Österreich. Jeden Tag schädigt ihr das Volk, gell? Und es muss einfach gesagt werden. Und warum die Medien in diesem Sauhaufen von einem europäischen Wohlstand reden, gell? Das versteht bis heute keine Sau. Entweder werden Medien bezahlt, um hier falsche Informationen abzugeben, was durchaus sein kann, weil man will ja dieses korrupte System am Leben erhalten, mit Biegen und Brechen. Und freiwillig gehen diese Verbrecher nicht aus ihrem Sessel, weil sie sich einbilden, sie sind durch irgendwelche Immunitäten geschützt. Hallo? Das kann schon sein, aber eine Immunität hört dann auf, wenn es um kriminelle Sachen geht, Herr Minister Brandstätter. Ihre ganze Staatsanwaltschaft, von Wien bis Wiener Neustadt, Ihre Dreckskripo. Ich rede jetzt nur von den involvierten Beamten. Und ich habe bis heute einfach keinen kennengelernt, der den Mut hat, sich jetzt für den Herrn Lannecker einzusetzen und aufzuzeigen, wie der Herr Lannecker durch ganz konkrete und wissentliche Intrigen in Österreich vernichtet wurde, nur weil er gegen einen Minister Schüssel und diese Dreckskacke, ja, die, wo ich diesem obergescheiden Trottel die Tipps gebe, wie man sich aus den roten Zahlen manövriert, gell? Verstaatlichung hin oder her. In Wahrheit ist hier ein einziger Sumpf. Ein Chaos. Hier weiß die linke Hand nicht, was die rechte tut. Und das ist ein Verbrechen gegen das Volk. Und sie brauchen hier nicht mehr dumm schwätzen. Sie sind hier mit jedem Tag angeklagt. Und jeder Tag, der hier verstreicht und der Herr Lannecker sein Leben nicht zurückkriegt. Ich schwöre es Ihnen, ich bombardiere Österreich mit der Wahrheit, solange ich jetzt kann. Und ich werde jetzt Videos veröffentlichen, liebe Staatsanwälte, die Ihnen eh schon bekannt wurden, mit Morddrohungen von Polizisten und Ansagen, wo man sich aufs Hirn greifen muss. Und wir reden hier immerhin von uniformierten, bewaffneten Beamten, die zur Sicherheit und zum Schutz eines Bürgers da sind. Und ich meine, wenn ich einen Verbrecher anzeige, der mir mit Mord droht, braucht kein scheiß Journalist in Neunkirchen. Im Übrigen, Herr Sandritschek, Sie haben ja so viel Scheiße zusammengeschrieben, es ist ja unpackbar. Aber lächerliche Figuren, mein Gott, du im Himmel, ich beschäftige mich mit den großen Verbrechern. Was soll er so ein kleiner Journalistenfurz machen, der von einem Richter der Sohn ist, der ja zuständig ist für Strafrecht und eigentlich die Aufgabe gehabt hätte, in Neunkirchen diese Verbrecher, Polizei und Bundespolizei zu verhaften, wegen Einbruch, schwerster Nötigung, wegen konkreter Gefährdung eines ganzen Wohnhauses und mehrerer Familien. Detto, Mödling. Ich zitiere nur 13.05.2014, die Polizei Mödling hat wissentlich ein ganzes Wohnhaus in Brandgefahr gebracht. Während meine Frau bewusstlos am Boden liegt, rufe ich die Rettung, Rotes Kreuz, sagt, sie komme nicht mehr. Eine Stunde lang bitte ich um Hilfe, meine Frau wacht dazwischen auf, rennt mitten auf der Straße vor LKWs und bis es dann nach einer Stunde irgendwann kracht, bumm. Ich habe diese Videos konkret aufgenommen. Und wenn Sie, Drecksjustiz Österreich, jetzt nicht den Fall Lannecker offiziell wirklich dazu verwenden, Ihr korruptes, Ihr dreckiges Nazisystem einer Verbrecher-Vertuschungsjustiz und Behördenscheiße hier angehen und dieses Drecksland befreien von euren Scheißkadavern, dann muss man hier echt mit Gewalt vorgehen, weil ihr seid konkret die, die Verbrecher schützen. Und das glaube ich nicht, dass das hier in irgendeiner Weise tolerierbar ist. Ich habe schon gesagt, verhaften Sie die Mikl-Leitner. Und wenn das nicht geschieht vor Weihnachten und diese Drecksau in U-Haft sitzt, dann hat Österreich eine Klage vor dem Genfer Konvention am Hals. Das schwöre ich Ihnen. Ich werde Sie betonieren, bis diese dreckige Scheißrepublik mit der Wahrheit in aller Welt öffentlich dasteht. Es sind intriganten Scheißhütten. Und fragt einmal die Maria Theresia, die gesagt, ihr seid ja alle nicht ganz sauber, ihr metternichen Spionage- und Volltrottelwichser einer Behördenlandschaft. Ich glaube, sie muss sich da intern schützen. Gell? Seid ihr nicht bei Trost? Jeder Beamte, der den Herrn Lannecker ja, nicht unterstützt und wenn es sein muss, alle Vorgesetzten in den Arrest zu bringen, dort wo man hingehört, wenn man kriminell ist und noch dazu als staatsbezahlter Beamter. Und das sind noch einmal, das sind die schlimmsten Verbrecher von allen, weil die
Die private Kriminalität zahlt sich privat. Ja? Da sind die Deppen, die drauf reinfallen. Aber wir Österreicher, Entschuldigung, wir müssen ihnen ein Gehalt zahlen. Und die haben es nicht notwendig, dass ein Justizminister einen Verbrecherinnenminister schützt, nur weil er von der gleichen Partei ist. Und deshalb meine Aufforderung, wenn Sie wirklich von Demokratie reden, Sie haben umgehend, aber sämtliche Minister aus der Partei auszuschließen, diese Minister gehören alle zusammen, unparteiisch, ja, und da werden Sie in Österreich ein Problem haben. Diese ganze Demokratie ist eine Lüge des Proports, des ganz einfach von oben herab, Gusch oder du bist hin. Und wenn dir was nicht passt, verschwindest du. Ja, so geht's nicht, liebe werte Behörde in Österreich. Sie haben laut Verfassung auch eine Pflicht, gell? Und Sie sind verpflichtet, werte Minister. Sie können jetzt im Fall Lanecker scheißen gehen. Sie haben seit 10 Jahren ganz konkret und wissentlich alle zusammen sich getroffen. Sie haben sich mehrfach getroffen. Sie haben hinter dem Rücken der Betroffenen beschlossen, dass man den Fall einfach ignoriert, weil der wird schon draufgehen. Der Lanecker wird schon draufgehen. Den werden wir schon irgendwie kriegen. Ja, was ihr jetzt kriegt, ist einen saftigen Arschtritt. Und zwar, dass ihr gleich vom Amtssessel in die Josefstadt ins Gefängnis fliegt. Ihr Sauverbrecher. Und den Strasser könnt ihr gleich noch einmal einsperren. Und der Mordfall oder Totschlagsversuch an meiner Frau 2002 ist bis heute durch die Volksanwalt Ewald Stadler mitvertuscht worden. Denn Herr Ewald Stadler hat eine Stellungnahme aus dem Innenministerium vom Strasser bekommen. Und danach hat man mir gedroht, ja, wenn ich nicht die Pappen halte oder 6 Monate, taucht mein Name nirgends auf. Gell? Das Beste ist, ich gehe überhaupt aus Österreich weg. Sagen Sie das einmal an Künstler. Ja? Also ich bin auch Künstler. Ich habe 14 Berufe gelernt, liebe Österreicher. Ich habe es nicht notwendig, mich von einem dreckigen Sauhaufen meiner arroganten Möchtegern-Scheiße, die glaubt, sie hat irgendwo auf der Uni irgendeinen Zettel kopiert und ist studiert. Na, ein Scheißdreck. Ich sage Ihnen, das Bundeswesen ist in sich ein Sauhaufen von nicht mehr kontrollierbarem Wahnsinn und das gehört sofort abgestellt. Ich betone noch einmal, wie kann eine Regierung auftauchen und behaupten, dass sie im Interesse des Volkes handeln und wir haben einen Skandal nach dem anderen? Das ist schon unglaublich, dass jetzt 5 Generationen für den Hypo-Skandal zahlen. 5 Generationen. Und sie haben eigentlich die letzten 2 Generationen bildungsmäßig vollkommen vernachlässigt, haben diese ganzen Kinder eigentlich in eine Welt eingetheatert, die so gar nicht wahr ist. Und sie wundern sich heute, warum Kinder echt mit 12 Jahren und Messern durch die Gegend rennen. Wie krank ist diese europäische Gesellschaft, die echt die dritte Welt erzeugt, indem sie jeden Tag irgendeinen Scheiß kauft, den kein Mensch braucht. Das nächste ist das Handy. Wer braucht hier jedes Jahr ein neues Handy? Wissen Sie, dass für ein Handy ein Kind sterben muss? Und von den Umweltschäden ganz zu schweigen. Wo leben wir, liebe Menschen? Wenn Sie jetzt am 24. Dezember Weihnachten haben möchten, dann denke ich, dass es ja auch zum Weihnachten gehört, sich einmal ernsthaft damit zu beschäftigen, ob man einer sozialen und gesellschaftlichen Lüge weiterhin nachrennt und diese finanzieren hilft, indem man einfach 50 Jahre hackeln geht und danach jammert. Anstatt dass man sagt, okay, wir haben ein korruptes Wirtschaftssystem, also kann ich ja nichts einzahlen, das geht doch nicht. Das fördert ja jeden Tag die Korruption neu. Und daher, meine Damen und Herren, ich fordere Sie alle auf, unterstützen Sie Walter Lanecker. Es geht mir überhaupt nicht darum, irgendwelche Republik zu zerstören, weil Österreich kann man gar nicht zerstören. Österreich ist ein Name, gell? Hinter allen Verbrechen stecken konkret Individuen, gell? Und ob die dann wissentlich oder unabsichtlich etwas machen, das kann das Gericht entscheiden. Meine Beweise sind so knallhart und so geradeaus, dass man eigentlich überhaupt keinen Zweifel mehr haben kann, dass es sehr wohl Terrorpolizisten gibt, die Anweisungen von ganz oben haben, einem Menschen, der halt was aufgezeigt hat, das halt wirklich einigen Hochrangigen den Kopf kostet, diesen mit Nazi- und SS-Methoden fertig zu machen, weil man das nicht geschafft hat, ist man auf meine Frau so lange losgegangen, bis sie heute unheilbar krank ist
Und dafür, gell? Dafür, was Sie meiner Gattin angetan haben, werde ich dieses Ministerium wirklich zertreten. Dieses Ministerium zertreten. Ihr seid Heuchler, ihr seid Verbrecher. Ich war dreimal mit meiner Frau bei diesen Gewaltschutzzentren. Ich habe auch Ärzten gesagt, meine Frau ist terrorisiert worden. Die Ärzte meinten, ja, das müssen Sie von der Frau hören, dann haben Sie es von der Frau gehört. Und trotzdem, bis heute habe nur ich Anzeigen bekommen. Ja, meine Frau kommt mit einem blauen Hämatom ins Krankenhaus und ich werde angezeigt. In Wahrheit stammt das Hämatom durch unterlassene Hilfeleistung von Polizisten. Fußbruch, ja. Ich meine, ich rede hier keinen Scheiß. 2.9. Polizei Dreiskirchen, Einsatz. Nein, wir haben keine Notwendigkeit. Am selben Tag in Wien oder auf dem Weg nach Wien hat meine Frau sich dann das Sprunggelenk gebrochen. Das ist der Rest davon. 2.9. Bis heute weder Entschädigung. Aber was bis heute geschehen ist, ist schon klar. Bis heute haben wir beweisbar falsche Krankenberichte. Geschehen ist es am 2.9., das Krankenhaus schreibt hinein. Geschehen am 3.9. zu Hause. Man muss sich das vorstellen. Und so arbeitet dieses österreichische Beamten-Scheißhaus. Und ich wiederhole noch einmal, was in Österreichs Krankenhäusern angeht, der Krankenanstaltenbund, ja, und die Krankenanstaltenholding. Oh mein Gott. Wenn ihr Österreicher wüsstet, was ihr Aufsichtsräte für Scheiße zusammentragen, dann würdet ihr sie steinigen. Ihr würdet sofort diese österreichische Regierung wirklich mit Zaunlatten aus Wien vertreiben. Ich weiß es. Falls irgendein Österreicher einen Anstand hat, helfen Sie mir, diese ganze korrupte Bagage endlich vor Gericht zu bringen. Und jetzt noch zum Schluss, wie gesagt, mein Anwalt in Wien, der eigentlich von Gerichts wegen beauftragt wurde, sich darum zu kümmern. Dieser Anwalt hat die Handynummer oder von der Kanzlei in Wien 01 513 7688. Lassen Sie die Kanzlei Ebner und Sulan schön grüßen. Als der Sulan mich bat, Beweise vorbeizubringen, will mich dieser Ebner rausschmeißen. Das ist unglaublich. Zur gleichen Zeit liegt meine Frau bewusstlos zu Hause, weil man mir nicht hilft, sie ins Krankenhaus zu bringen. Und mir nichts anderes mehr übrig bleibt, als echt meinen Anwalt aufzufordern, sofort zu kommen und mir zu helfen. Dieses unglaubliche Geschehen gehört jetzt einfach publik gemacht, gell? So, lieber Herr Sulan in Wien, wollen wir noch länger österreichische Verbrecherminister schützen oder sind Sie als Jurist hier tatsächlich, oder gibt es irgendwo in Österreich einen Juristen, der sich traut, mit mir jetzt diese Regierung zu verklagen, und zwar nur im Fall Lannegger? Wir haben hier echt von Mord bis Verhetzung, wir haben hier eigentlich das gesamte Strafgesetzbuch, ja, das haben wir eigentlich ja da rauf und runter ist das drinnen. Ich habe ja nur so ein kleines Handbücherl, gell? Aber eines sage ich Ihnen. Ich habe im Laufe der Zeit mir eigentlich alle Paragraphen so rausgeschrieben. Wir haben fast alles durch jetzt, gell? Ist das der neue Schmied der österreichischen Justiz? Der Herr Lannegger macht eine Anzeige gegen einen korrupten Polizisten und der Polizist sagt, nein, der Herr Lannegger hätte das gemacht. Jetzt sagt man dem Staatsanwalt, ich habe das auf Video. Was wollen Sie hier da jetzt verdrehen? Ich habe eine Verletzung bekommen. Wie kommen Sie dazu, dass Sie auf einmal schreiben, ich hätte den Mann am linken Handgelenk verletzt? Tatsache ist, ich habe die Verletzung gehabt. Jetzt rufst du einen Staatsanwalt an und sagst, hallo, guten Morgen, Sie haben sich da verschaut, gell? Frau Isabella Papp, Sie haben echt die Frechheit gehabt, mich bei einer Gerichtsverhandlung, wo ich verhaftet wurde und dann zu Unrecht eingesperrt wegen Fluchtgefahr. Als ich meine Frau besuche im Krankenhaus, weil das Krankenhaus mich anruft, jetzt muss man ja noch hinterfragen, spielt das Krankenhaus auch eine Rolle? Ja, sicher. Weil ich habe das Krankenhaus auch schon angezeigt wegen Misshandlung meiner Frau. So, jetzt fragt man sich gesamt gesehen. Also ist es so in Österreich, dass man hier natürlich Opfer sein kann, gell? Aber wenn man das dann vor Gericht bringt und es sind Behörden involviert, dann geht es erst recht gegen das Opfer los. Das nennen Sie Justiz? Also ich nenne das Nazitum, gell? Grüß Gott. Und eigentlich kann man noch sagen, zur Republik Justiz Österreich, Heil Hitler, gell? Und ich bin kein Hitler-Fan. Ich bin auch kein Nazi, gell? Ganz im Gegenteil. Ich arbeite sehr aktiv gegen diese radikale Gesinnung, ja?
die einfach genauso schwachsinnig ist wie die österreichische Behörde. Aber jetzt geht dann schon das Licht auf. Sie haben so viel Dreck am Stecken, dass sie eigentlich nur noch vertuschen können. Aber damit ist Schluss. Frohe Weihnachten. Liebes Österreich, helfen Sie mir mit, diese in sich komplett korrupte Verbrecherjustiz Österreich endlich dingfest zu machen, damit wir in Österreich wieder ordentlich arbeiten können, wissen, wofür wir Steuergelder zahlen und nicht mehr beschissen werden von einem korrumpierten Politpropagandaparteiendreck, ja, der schlimmer ist als jedes Russland. Und das sage ich Ihnen, lieber Faymann, ins Gesicht, Sie Lügner, Sie Dreckiger. Wiener Wohnen, 50 Jahre Betrug mit wissentlich und nachweislich. Häupl, nein, nicht Rücktritt. Zeigen Sie sich selbst an, alle zusammen, weil sonst haben Sie jetzt echt Verfahren am Hals und Sie werden im Gefängnis landen. Alle zusammen und nicht der Herr Lanecker. Gell? Und den Herrn Schönborn, Herr Kardinal der österreichischen Christenheit. Ich verstehe eins nicht. Sie wissen es aber auch. Und den Herrn Lanecker kennen Sie, weil ich habe für die Kirche genug gearbeitet. Und danke noch einmal. Die Kirche hat mir auch geholfen, als der Staat mich hier verarscht hat. Aber eines muss ich schon sagen. Wenn ich Kardinal bin, kommen diese Verbrecher nicht in mein Gotteshaus. Und mein Gotteshaus ist bezogen auf, na, solange die keine Reue zeigen, brauchen die gar nicht am Sonntag in die Kirchen heucheln gehen. Frohe Weihnachten! Und jetzt ein Appell an alle guten Seelen. Bitte, Sie müssen verstehen, wir Erwachsenen, wir haben vielleicht eh schon unseren eigenen Vogel, aber hören wir auf, die Jugend anzulügen. Europa ist heute im Wohlstand, weil die dritte Welt haben wir erschaffen. Europa ist eine Raub- und Mordkultur und das seit tausenden Jahren. Und verdammte Scheiße, warum wird das nicht in Schulen auch gelehrt? Unsere Wohlstandsgesellschaft, die sich eindeckt jeden Tag mit Dingen, die kein Mensch braucht, und ich spreche jetzt nicht einmal von der Mehrheit. Das ist ja eigentlich nur ein schwacher Prozentsatz, der halt den Rest ausbeutet bis zum Sterben. Und diese Gesellschaft ist doch krank. Was brauchen wir hier in Österreich noch lange diskutieren? Helfen Sie mir mit, diese Regierung zu verklagen, Bundesminister für Justiz, weil er eben seit Jahren mithilft, mitschaut. Barbara Helige, Vorsitzende der Österreichischen Richtervereinigung, sie hat das ganze Scheißdreck gestartet mit meiner Rechte zu berauben, weil ein Richter meint, was? Sie behaupten, wir haben korrupte Polizisten. Na, Sie hören noch von mir. Und 3 Tage später wurde ich meiner Rechte beraubt. Das ist Österreich, ein Nazistaat, ein Dreckstaat von dreckigen Lügen- und Heuchelpolitikern, verantwortlichen Ministern, die gar nicht wissen, was sie laut Verfassung an Pflichten haben. Danke.